Wunderschönen guten Abend allerseits. Herzlich willkommen hier bei Gottmut und WH Self Invest. Mein Name ist Stefan Fröhlich und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Sie heute durch dieses Webinar mit zu begleiten als Co-Moderator. Und ja, wir haben wieder eine Ausgabe von Börse im Visier. Und es geht heute um ein sehr spannendes Thema, nämlich um die Vorfilter, die man einsetzen kann, um Bewegung am Markt ja zu erkennen und auch, wie der Name Filter auch schon sagt, etwas rauszufiltern, was eben auch zu Fehleinschätzungen und Fehlsignalen am Markt führt und vielleicht auch das ein oder andere zu bestätigen. Das soll heute das Thema sein. Das ist dann Ingmar Königshofen, mein Gast hier heute, und ich freue mich sehr. Er ist ja seit langer, langer Zeit schon an der Börse tätig. Ich glaube, Sie kennen ihn alle. Er hat ja mit 14 Jahren schon angefangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, war dann bei mehreren Banken auch tätig. Im Zertifikatebereich hat sich dann 2012 entschieden, selbstständig zu werden als Zertifikate-Trader. Naja, und bei Gottmut kennen Sie ihn auch mit seinem Guidance-Desktop und seinem Daytrading mit Ingmar Königshofen Premium Service. Ja, also da können Sie alles lernen. Sie können Analysen von ihm bekommen und er tradet da auch live. Und insofern sage ich einfach mal schönen guten Abend, lieber Ingmar. Schön, dass du da bist. Ja, wunderschönen guten Abend, Stefan. Ich bin ganz begeistert. Vielen Dank für die tollen einführenden Worte. Das erspart mir gleich viel Zeit, noch über mich etwas zu erzählen. Das haben wir hiermit dann schon abgehakt. Haben wir schon abgehakt, genau. Sorry, dass ich auch... Ja, sag mal. Sorry, dass ich natürlich nicht mit Kamera dabei bin heute. Ich habe es eben dem Stefan schon gesagt. Ich sitze jetzt hier an meinem Trading-PC. Da habe ich keine Kamera angeschlossen. Ich habe das nur an meinem Laptop. Aber da ich jetzt gerne gleich bei den aktuellen Trading-Chancen natürlich mit mehreren Bildschirmen arbeite, sitze ich heute hier an meinem Trading-Desk. Also da schon mal ein kleines Sorry an alle, die jetzt gerade zugucken. Aber beim nächsten Mal sicherlich dann auch mal wieder mit Kamera. Ja, aber dann nehmen wir lieber die guten Inhalte, als das, was ich jetzt da im Kamerabild sehen. Also das nehmen wir dann wirklich gerne in Kauf, muss ich sagen. Ja, du hattest ja ein bisschen erzählt, oder ich habe schon mal erzählt, Vorfilter, ne, da geht es um COD-Daten, soweit ich weiß. Ich habe ja schon mal ein bisschen was zu dem Thema von dir gehört. Das ist ja so dein Spezialthema, wie man im Grunde genommen diese Sachen richtig einsetzt, um da gute Entscheidungen treffen zu können im Trading. Genau, also das ist ja mein Punkt. Ich habe ja früher, du hast eben schon gesagt, ich habe sehr früh angefangen, vor mittlerweile traurigerweise 24 Jahren. Also mit 14 Jahren habe ich erste Aktien gekauft. Dann habe ich mich halt sehr lange mit der Charttechnik befasst, weil ganz am Anfang habe ich natürlich gedacht, das war 1998, man könnte irgendwelche Aktien kaufen, die sind gelaufen, und ich habe gedacht, das ist ein sehr einfaches Spiel, bis ich dann gemerkt habe mit dem Blasen der Dotcom-Blase, dass es mit dem Platzen der Dotcom-Blase, dass es so einfach nicht ist. Habe mich jahrelang mit der Charttechnik befasst, was mir immer gefehlt hat, und das ist eben das Problem. Wir haben keine objektive Vorfilterung, weil wir sind natürlich alle sehr geprägt durch die aktuellen Nachrichten, die reinkommen. Und was werden wir machen? Wir werden tendenziell unser Bauchgefühl, was wir haben, in die Charttechnik übertragen. Das ist zumindest heutzutage mein Standpunkt. Denn wenn die Nachrichten sehr negativ sind, die wir lesen, dann werden wir also auch alles in den Chart reinzeichnen, sage ich jetzt mal, was eben anzeigt, dass der Markt auch wirklich fallen sollte. Und wenn wir positiv gestimmt sind, dann werden wir alles reinzeichnen, dass der Markt eben steigen soll. Ja, genau. Und da fehlt mir halt diese objektive Wahrnehmung. Und deshalb arbeite ich seit einigen Jahren schon mit Vorfiltern für den mittelfristigen Bereich. Für den sehr kurzfristigen Daytrading-Bereich habe ich ein Handelssystem. Aber für den mittelfristigen Bereich, darum soll es heute auch gehen, habe ich eben verschiedene Vorfilter, und die ich immer aufzeige, dass die COT-Daten, wie du gerade schon gesagt hast, das Sentiment und die Saisonalität. Ich nutze zwar noch weitere, aber das sind zumindest drei Vorfilter, die man sehr gut einfach nutzen kann, um wahrscheinlich sein eigenes Trading schon mal etwas zu verbessern. Ja, sehr gut. Das ist echt eine gute Sache, weil, wie du sagst, man kann sich da auch schwer ins Boxhorn jagen lassen, dass man irgendwelche vorgefertigten Meinungen hat, und dann ist man zwangsläufig in der falschen Richtung unterwegs, wird ausgestoppt, und das ist dann einfach nervig. Also insofern ist das schon eine sehr, sehr gute Geschichte. Ja, also gut, ausgestoppt dann, werde ich natürlich auch, das sei nur direkt dazu gesagt, aber es geht mir erstmal darum, genau zu erkennen, für welche Richtung ist die Wahrscheinlichkeit aktuell höher, eher für die Long-Seite oder für die Short-Seite, weil ansonsten, das können wir gerne nachher auch mal machen, dieses Experiment. Man kann jeglichen Chart nehmen, und ich würde darauf tippen, egal welcher Chart mir gezeigt wird, es sei denn, ein Markt ist gerade auf Allzeithoch, dann ist das natürlich ein anderer Fall, aber ansonsten bei jedem Chart kann ich genauso gut auch die andere Richtung anzeigen, mit dem ich eben genau andere charttechnische Muster suche. Und da vielleicht letzter Punkt noch, und das ist genau das Problem: Im Nachgang wird immer alles klar sein. Im Nachgang, wenn ich auch die Vorträge von
Kollegen sehe, die dann einzeichnen, guck mal, da hättest du doch nur den EMA 30 nehmen müssen, beim nächsten Wert nur den 38er, dann den 27, 25, 23,7 und so weiter. Klar, im Nachgang weiß ich immer, was man hätte nehmen sollen, aber die Frage ist ja, was passiert in der Zukunft? Deshalb hat das mal ein Kunde von mir ganz nett gesagt, er hat gesagt, wir müssen ja leider den Chart nach rechts handeln und nicht nach links und da sind wir alle im Ungewissen und das muss immer klar sein. Am Ende des Tages sind wir alle schlauer, ja. Ja, ja, und das ist ja das Schöne. Es ist ja somit eigentlich fair, weil wir alle nicht wissen, wie es weitergeht. Genau, richtig, ja. Und insofern ist das schon eine schöne Sache. Und ich sage auch meinen Kunden immer, das ist ja genau der Reiz dessen. Ich glaube, wir würden uns ja nie damit beschäftigen, wenn das alles so klar wäre, sondern das ist ja genau das, dass eben diese Unsicherheit da ist und ja, dass es auch so ein klein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Spielcharakter hat, ja. Wahrscheinlich ja, ja. Also, ja, ja, klar. Ich meine, wir wollen ja auch Spaß im Leben haben. So ist es ja nicht. Gut, dann hätte ich noch eine Kleinigkeit, eine Bitte an Sie. Es sind ja jetzt schon viele, viele Teilnehmer mit dabei. Das freut mich auch sehr. Ich würde Sie mal bitten, ich poste mal hier so einen Link in den Chat. Und zwar wäre das ganz toll, wenn Sie da jetzt nicht direkt im Verlauf, aber vielleicht am Anschluss an dieses Webinar, weil heute ist nämlich der letzte Tag der Brokerwahl auf brokerwahl.de. Und mit diesem Link können Sie direkt abstimmen. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns als Broker WH Self Invest die Stimme geben. Wir sind in zwei Kategorien dort unterwegs, als CFD-Broker und als Future-Broker. Und wenn Sie da also auch sagen, Mensch, das ist auch toll, was wir hier machen, zum Beispiel auch mit Gottmut zusammen immer wieder Webinare und Input geben und viele tolle Themen bearbeiten, dann wäre das eben super, wenn Sie da einfach uns mal die Stimme geben. Und das ist für uns auch sehr, sehr, sehr wichtig, weil wir dann entsprechende Siegel auch bekommen. Und ja, das ist einfach eine Außenwirkung toll, wenn man Platz 1 hat bei einer Brokerwahl, ganz klar. Also insofern wäre das super, wenn Sie das für uns machen könnten. Ansonsten ganz kurz noch für diejenigen, die uns vielleicht nicht so kennen. Wir haben einiges an Marken. Ich poste die auch nochmal. Das ist immer reden und posten, immer schwierig. Ich habe hier auch nochmal gerade die Links gepostet. Ich habe hier kurz mal unsere Webseite auf den Schirm gebracht. Das ist also die Hauptwebseite whselfinvest.de. Was machen wir? Wir sind ein Broker, wir sind seit 1998 am Markt, also schon sehr, sehr, sehr lange. Machen in Deutschland mit einem eigenen Büro das Geschäft jetzt seit 2010, also das sind jetzt auch schon wieder 12 Jahre. Und wir sind in drei wichtigen Kategorien unterwegs, nämlich einmal im Future, einmal im CFD Forex, ja, das sieht man hier so schön aufgeteilt auf der Webseite und dann im Aktien- und Mehrbereich. Also Sie können bei uns auch Aktien direkt an 21 verschiedenen Börsenplätzen handeln und Sie können sogar in diesem gleichen Konto, und das ist die Besonderheit, bankmäßig garantiert Kryptowährungen handeln und da sind dann 23 verschiedene Kryptowährungen, die Sie handeln können. Also das mal als Überblick für alle drei Sachen brauchen Sie jeweils ein extra Konto. Also Futures ist ein Konto, CFD Forex ist ein Konto und das Aktien- und Mehrkonto wäre ein Konto. Aber das Schöne ist, dadurch haben wir die Gelder auch ein bisschen gestreut. Also nicht alle Eier in einem Korb, wie man immer so schön sagt. Und dadurch haben wir dann auch das Risiko ein bisschen gesplittet. Darauf kommt es eben auch an. Deswegen sind so eine Multikonten zwar bequem, aber aus Risikosicht nicht immer ja, das Beste, was man kriegen kann. Die zweite Marke, die wir haben, das sehen Sie ja auch bei mir oben im Hintergrund, da sind ja die beiden Logos WH Self Invest und Investui zu sehen, das ist Investui. Was macht Investui? Es ist für die Investoren eine tolle Beimischung. Dort können Sie Markt- und Kalendereffekte selber handeln, indem wir Ihnen sagen, wann man in den Markt soll. Also kurz gesagt geht es hier darum, zur richtigen Zeit im richtigen Markt zu sein und dann kann man tatsächlich wissenschaftlich erwiesen eine Überrendite damit erzielen, dass man in diesen Zeiten in diesem Wert im Markt ist und zwar gegen alle Benchmarks, die man sich nur vorstellen kann, also ob das DAX, Dow Jones oder S&P oder sonstige oder Nasdaq sogar, sonstige Indizes sind, es performt wirklich immer besser. Und in den 2 Jahren, die wir das jetzt hier live machen, haben wir immerhin knappe 66% an Rendite erzielt. Hier ist es, aktuell sind es 57,9, also das war noch eine alte Zahl, 57,9% ist jetzt der aktuelle Wert und ich finde das immer noch sehr, sehr gutes Ergebnis dafür, dass man nur kurze Zeit im Markt ist. Ja. Und man kann das auch handeln lassen über uns, wenn Sie also da Interesse haben, investui.de oder auch Sie können sich die Studien mal anschauen, also die entsprechenden
Effekte, die da bearbeitet werden. Den Link habe ich in den Chat gepostet. Wenn Sie mal ein Demokonto von WH Self Invest, also sprich vom Nanotrader, haben wollen, habe ich Ihnen ebenfalls den Link in den Chat gepostet. Und das Dritte ist jetzt ganz neu. Und ja, man sieht Free Stocks. Das ist jetzt ein Service, der auch unter unseren Fittichen ist. US-Aktienhandel für 0 Dollar Kommission. Und das ist wirklich ein Service, wo Sie tatsächlich nichts bezahlen. Ja, das ist also das Besondere daran. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, aber auf der anderen Seite wird dann doch irgendwo am Kurs geschummelt oder so. Nein, das ist nicht der Fall. Sie bekommen bei uns tatsächlich die NBBO-Regel hier bei Free Stocks und das bedeutet, dass die Ausführung immer zum günstigsten Preis garantiert ist. Und das wird auch aufsichtsrechtlich in den USA kontrolliert durch die SEC. Also das ist die Besonderheit. Sie zahlen nicht nur nichts, sondern Sie bekommen auch noch den besten Kurs und besten Preis zu jeder Zeit, wenn Ihre Order ausgeführt wird. Ingmar, was meinst du denn, was du bei einem Neo-Broker zahlst, wenn du Aktien handelst? Tja, bei einem Neobroker würde ich ja hoffen, dass ich erstmal als Kunde natürlich 0 Euro bezahle. Aber ich weiß natürlich, dass da teilweise nicht alle Handelsplätze natürlich verfügbar sind, sondern nur ein Handelsplatz. Aber es gibt natürlich, aber da kennst du dich jetzt viel besser aus, weil ich gar nicht so im Aktienbereich unterwegs bin, diese Best Execution Policy ja Genau. eigentlich immer, dass das, Genau. aber ob das umgangen wird oder wie das dann läuft, da bin ich jetzt ganz gespannt. Ja, pass mal auf. Ich zeig's dir mal. Wir haben es ja auf der Webseite mal abgebildet. 15 konkrete Beispiele. Es geht um den Kauf und Verkauf von 100 Aktien. Und jetzt guck dir das an. Free Stock hat eben null durch diese Ausführungspolitik und durch die wirkliche 0-Dollar-Kommission. Hier haben wir mal ein paar andere Anbieter mit dabei. Und jetzt das Extremste ist echt Amazon. Muss man aber sagen, ist auch die teuerste Aktie in dem Ganzen hier in dieser Übersicht. Aber wenn man das sieht, für Kauf und Verkauf 440 Dollar bei diesem Anbieter, 495 Dollar hier und 550 Dollar dort und bei Wow. Free Stocks null, dann ist das schon beeindruckend, finde ich. Also das ist, jetzt bin ich gerade auch selber baff, muss ich sagen. Also dass das ganz interessant war, die Zahlen natürlich so zu sehen. Und das liegt einfach an der schlechteren Ausführung und am Spread dann, oder wie? Das liegt am Spread, genau. Die Spreads das haben wir untersucht, sind teilweise bis zu 250% größer, als sie eben an der Börse sind. Teilweise sind hier auch Market Maker-Effekte bei, also dass es Market Maker gibt, die die Kurse entsprechend stellen. Und ja, die wollen ja auch was verdienen. Das heißt also, die werden dann auch entsprechend schlechter gestellt. Ja. Also insofern Augen auf bei der Brokerwahl, kann ich immer nur sagen. Ja, interessant. Also es ist super interessant zu sehen. Ich nutze ja die Neobroker teilweise auch für meinen Derivatehandel, weil ich ja immer eigentlich, das sage ich ja auch all meinen Kunden immer, ich zum Beispiel für mich, ich mache überall Konten auf, um natürlich auch dann darüber sprechen zu können. Ansonsten Ja, klar. finde ich es auch merkwürdig, wenn man irgendwie sagt, irgendwas ist gut oder schlecht, wenn man es selber nie getestet hat. Deshalb probiere ich alles immer mit meinem eigenen Geld auch. Und eigentlich bin ich von der einen oder anderen App, die du hier auch aufgezeigt hast, ich will jetzt keine Namen nennen, eigentlich sehr begeistert auch, wie einfach natürlich die Handhabung ist. Wobei mir natürlich auch bewusst ist, dass ich teilweise hintenrum wahrscheinlich ein bisschen Geld dafür bezahle, aber dass das jetzt solche Summen eventuell sind, das überrascht mich jetzt auch sehr, muss ich sagen, ja. Also vielleicht kannst du ja auch mal Free Stock ausprobieren. Das ist ja Ja, auf jeden bestimmt mal eine Fall. gute Also jetzt Sache. nach Ist der ganz Tabelle neu. muss man es eigentlich ausprobieren, ja. Okay, gut. Nee, Interessant. dann war es das auch schon zum Auftakt, was ich noch loswerden wollte, damit Sie uns auch mal kennenlernen, was wir so Schönes machen. Und dann gehen wir jetzt direkt ins Thema. Ingmar, ich gebe dir den Bildschirm mal rüber. Ich habe schon genommen gerade. Ah, hast schon. Alles klar. Super. Genau, da ist er. Okay, und ich mache dann auch die Kamera aus, damit wir uns dann direkt auf alles konzentrieren können. Und sag mal, viel Spaß. Super, vielen Dank nochmal, Stefan, und vielen Dank auch nochmal für die einführenden Worte ganz am Anfang zu meiner Person. Dadurch können wir gleich uns etwas Zeit sparen, weil ich eigentlich dazu etwas sagen wollte. Worum soll es heute gehen? Das haben wir eben schon gehört. Aktuelle Trading-Chancen im Bereich der Indizes, Rohstoffe und Währungen. Ganz am Anfang, ich habe es jetzt wirklich auch nochmal zusammengekürzt, werden wir nur ganz kurz einen Theorieteil haben, um uns eben anzuschauen, welche Vorfilter ich genau nutze. Normalerweise unterlege ich das immer alles noch mit Beispielen und so weiter und so fort. Das machen wir heute mal ein bisschen kürzer, weil viele von euch, die hier dabei sind, kennen ja meine Vorgehensweise, waren bei vielen Webinaren schon dabei oder sind auch in meinen Trading Services anwesend. Deshalb können wir das heute, glaube ich, etwas kürzen. Wer da mehr Informationen haben möchte, der findet auch bei YouTube genügend Informationen dazu. Rechtliche Hinweise seien hier auch noch mal ganz kurz angezeigt und dann, worum soll es gehen? Über mich können wir jetzt gleich schon direkt übergehen.
Trading-Strategien. Da möchte ich kurz die Theorie, wie gesagt, aufzeigen, wie man eine Trading-Strategie entwickeln kann. Und dann wollen wir Live-Analysen zusammen tätigen in dem Bereich der Indizes, Währungen und Rohstoffe. Vor allem im Währungs- und Rohstoffsbereich gibt es, glaube ich, aktuell ganz gute Chancen bei dem einen oder anderen Basiswert. Wir werden aber auch zusammen auf den DAX schauen. Und wenn ihr zwischendurch Fragen habt, schreibt natürlich gerne immer rein. Ich habe die Chatbox oder die Fragenbox hier nebenbei auch mitlaufen. Heißt also, wenn jetzt irgendein Basiswert öfter gefragt wird, dann schaue ich, dass ich den noch einbaue. Oder wenn wir am Ende noch Zeit haben, können wir uns natürlich gerne den einen oder anderen Vorfilter für die gefragten Basiswerte noch ansehen. Also, eben haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe sehr früh schon angefangen, Aktien zu kaufen mit 14 Jahren, dann bei verschiedenen Investmentbanken gearbeitet und bin jetzt seit 2012 selbstständig und auch als Experte auf Guidance unterwegs. Und seit Oktober 2018 habe ich zwei Trading-Depots hier, den Short-Term-Trader und den Mid-Term-Trader. Die sind mittlerweile zusammengefasst in einem Day-Trading-Service. Der Name ist vielleicht etwas verwirrend, weil auf der einen Seite ist zwar das Short-Term-Trading ein DAX-Day-Trading-Service, aber wir haben auch das Midterm-Trader-Depot, wo es um mittelfristige Strategien geht, haben wir da auch mit eingebaut, damit es eben nicht mehr zwei Trading-Services gibt, sondern nur noch einen. Wie gehe ich bei meinen Trades vor? Ich hatte es ja gerade eben in der Einführung schon ganz kurz gesagt. Ich nutze eben verschiedene Vorfilter, die mir möglichst aufzeigen sollen, ob ein Markt aktuell für die Long-Seite oder für die Short-Seite interessant ist. Und ich werde gleich auch nochmal ein Beispiel zeigen, wie man eben sehen kann. Ansonsten kann man jeden Chart natürlich in alle Richtungen interpretieren. Und das kennt ihr ja auch. Es gibt viele, die schreiben dann, ja, der Markt könnte heute steigen, er könnte fallen oder er könnte auch seitwärts laufen. Das sind natürlich Prognosen. Da kann ich wenig mit anfangen, weil eins von den drei Dingen wird ja natürlich auf jeden Fall passieren. Heißt also, ich möchte gerne eine Vorfilterung haben, die mir anzeigen soll, wie hoch oder für welche Richtung ist die Wahrscheinlichkeit momentan erhöht. Eher für die Long-Seite, dass der Markt steigt, oder für die Short-Seite, dass der Markt fällt. Also habe ich verschiedene Asset-Klassen, Währungen, Aktien, Rohstoffe und Indizes. Und auf diese wende ich verschiedene Vorfilter an. Und erst, wenn mir diese Vorfilter ein möglichst klares Bild zeigen, das wird nie zu 100% sein, das werden wir nachher sehen. Der ein oder andere Vorfilter zeigt dann an, ja, Long-Seite interessant, der dritte ist vielleicht neutral oder negativ. Da kriegt man dann irgendwann mit der Zeit auch ein Gefühl dafür, wie man da vorgehen muss. Aber wenn ich ein möglichst klares Bild habe, ob der Markt in nächster Zeit mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit steigen oder fallen kann, erst dann gehe ich im nächsten Schritt an die Charttechnik und suche nach wichtigen Unterstützungen oder wichtigen Widerständen. Was ich mittlerweile eigentlich so gut wie gar nicht mehr mache, sind irgendwelche Trendlinien einzeichnen, Fibonacci-Retracements und so weiter und so fort oder EMAs, SMAs. Das ist alles schön und gut. Im Nachgang, habe ich es ja eben schon gesagt, wird man immer irgendwas finden, was einem anzeigt, genau an dem Punkt ist der Markt nach unten weggedreht oder nach oben. Und dann, wenn ich mir das im Nachgang angucke, kann ich sehen, ah ja, war ja klar, da war ja der EMA 30 oder der EMA 40 oder was auch immer, ist da gerade verlaufen. Also hat der Markt da gedreht. Und es muss natürlich klar sein, tendenziell ist das alles random, was erstmal hier passiert im Chart. Und ich werde immer irgendeinen Punkt finden, wo der Markt gedreht ist und an diesem Punkt genau irgendein Durchschnitt ist oder irgendeine Widerstandslinie oder. Ich glaube, das muss jedem mal klar sein, dass das kein Hexenwerk ist, sondern ich werde immer irgendwas finden, wo gerade das Fibonacci-Retracement funktioniert hat. Und jeder, der das ehrlich betreibt und sich in der Vergangenheit mal die Dinge anguckt, wird sehen, es funktioniert auch super häufig überhaupt nicht. Nur wir suchen natürlich gerne immer nach den Beispielen, wo es sehr, sehr gut funktioniert hat. Und das ist ja auch das, was in vielen Vorträgen natürlich nur visualisiert wird. Es wird ja nicht gezeigt, wie viele, sagen wir mal, Fibonacci-Retracements nicht funktioniert haben, sondern es wird natürlich nur dieser eine gezeigt, der jetzt mal geklappt hat. Und dann heißt es, guck mal, das funktioniert doch super, du musst nur so und so vorgehen und dann wirst du erfolgreich. Wie gesagt, ich habe das früher alles selber auch probiert und es sei immer dazu gesagt, wer nur Charttechnik betreibt und damit erfolgreich ist, der soll es auch bitte so weitermachen. Also ich möchte niemanden überzeugen zu sagen, eine sinnvolle und gute und profitable Strategie soll über den Haufen geworfen werden, sondern mir geht es vielmehr darum, aufzuzeigen, dass man sich objektiv auch mal mit den Märkten befassen sollte und vor allem auch objektiv mit seinen Ergebnissen, die man erzielt hat. Weil man da vielleicht auch gar nicht so ehrlich mit sich selber ist. Weil jeder kann ja mal die letzten 5 oder 10 Jahre zurückgehen, wenn man so lange im Trading schon aktiv ist und einfach mal überlegen, okay, war ich über die letzten 5 Jahre profitabel mit dieser Vorgehensweise, die ich habe? Sagen wir jetzt mal nur Charttechnik. War ich damit erfolgreich? Ja oder nein? Wenn die Antwort nein ist,
dann kann ich natürlich jetzt sagen, okay, ich probiere es aber weiter und hoffe einfach, dass es irgendwann funktioniert. Oder ich muss vielleicht sagen, naja, vielleicht ist das doch nicht die beste, der beste Herangehensweise, sondern ich suche mir verschiedene andere Vorfilterungen, wie ich es jetzt nenne, die mir eben zumindest ein besseres Ergebnis bringen könnten. Ja, das muss aber jeder für sich selber natürlich entscheiden. Wer sagt, ich möchte es nicht, ich möchte immer so weitermachen und mir ist auch egal, weil für mich ist es eh nur Spielerei und ich möchte gar kein Geld damit verdienen, der soll das natürlich auch genauso weitermachen wie all diejenigen, die sagen, ich will das auf ein profitables Level bringen und versuchen eben, sich da weiterzuentwickeln. Weil wenn es auch so einfach wäre, und das sage ich ja immer und immer wieder, wenn es so einfach wäre, dass wir nur einige Linien in den Chart zeichnen müssten und wären damit erfolgreich, dann muss man sich immer zwei Fragen stellen. Erstens, warum verlieren 70, 80, 90% der privaten Trader im aktiven Trading Geld? Das wäre dann verrückt. Wenn es so einfach wäre, müsste man ja davon ausgehen, dass eher alle Geld gewinnen. Natürlich spielt ja noch die Psychologie eine Rolle, ist ja gar keine Frage. Der nächste Punkt, den man sich auch immer stellen sollte, die Frage, warum bezahlen Investmentbanken, Asset Manager und so weiter, warum bezahlen die für sehr, sehr viel Geld die besten, möglichst besten Research-Leute, die sie einstellen können, die Unternehmen fundamental auseinandernehmen, die sich genau anschauen, wie die Entwicklung ist oder wenn man im Rohstoffbereich ist, wie ist gerade die Wetterentwicklung in Südamerika, was für Auswirkungen wird der Hurricane haben und so weiter. Warum wird das alles gemacht, wenn man sich doch eigentlich nur hinsetzen müsste und müsste lernen, wie Charttechnik funktioniert? Das kann man jedem innerhalb von 3, 4, 5 Tagen wahrscheinlich locker beibringen. Und dann könnten wir sagen, okay, Asset Manager oder Investmentbanken können auch sagen, okay, Ingmar, pass auf, wir haben dir das jetzt mal hier ein Buch zur Seite gestellt und noch ein Mitarbeiter von uns, der zeigt dir jetzt mal 3 Tage lang, wie die Charttechnik funktioniert. Und ab sofort triffst du für uns die Entscheidungen, wie wir am Markt unterwegs sein sollten. Warum findet das nicht statt? Wahrscheinlich, weil das dann doch langfristig nicht unbedingt zum Erfolg führt. Wie gesagt, nach links gewandt, also den Chart nach links gelesen, macht es immer Sinn. Da wird man immer irgendwas finden. Aber nach rechts funktioniert es dann eben doch nicht so einfach. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn ich diese Beispiele bringe, ist das ja so. Und ich habe es selber so gemacht. Ich habe die erste Trendlinie eingezeichnet, habe gesagt, da ist irgendwo ein Aufwärtstrend. Dann wurde diese gebrochen. Dann habe ich die nächste Trendlinie eingezeichnet. Die wurde gebrochen, die nächste, die nächste, die nächste. Irgendeine Trendlinie hat dann gehalten und habe ich gesagt, na siehst du, eigentlich funktioniert es. Ich habe die ersten 25 Trendlinien nur falsch eingezeichnet. Hättest du doch besser mit der 26. angefangen. Ja, so kann man sich das natürlich immer schönreden oder aber man akzeptiert, dass der Markt zufällig an einem gewissen Punkt wieder gestiegen ist und da auch zufällig gerade wieder eine Trendlinie verlaufen ist, die dann gerade so gepasst hat. Aber in der Summe hätte man eben 25 Mal erst verloren und hätte dann einen Gewinntrade. Also deshalb, ich möchte es auch nicht verteufeln, weil ich nutze die Charttechnik ja auch selber auch, aber ich nutze sie mittlerweile total basic. Also ich schaue mir wichtige Unterstützungen an, wichtige Widerstandslevel, da wo viel Volumen aufeinander getroffen ist. Man sieht ja hier auch dieses Price-Volume-Profile hier an der Seite. Also auf welchen Ebenen hat sehr viel Handel stattgefunden? Wo war sehr viel Action? Denn ich kann davon ausgehen, nehmen wir jetzt mal einfach eine Aktie, XY, die jetzt bei 100 Euro immer sehr viel Aktion hatte, jetzt steigt sie auf 140 und fällt wieder auf 100 zurück, dann kann ich eben davon ausgehen und die Wahrscheinlichkeit ist erhöht, dass bei 100 ungefähr wieder neue Käufer in den Markt kommen oder die alten Käufer auch nochmal auf den Plan kommen, die eben versuchen, diese Marke zu verteidigen. Und das ist für mich zum Beispiel viel wichtiger, als irgendwo eine Trendlinie oder einen gleitenden Durchschnitt einzuzeichnen. Wenn ich das gemacht habe, dann habe ich im nächsten Schritt natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch umzusetzen, je nachdem, wie man das möchte, mit Optionen, mit Futures oder aber auch mit CFDs, lässt sich das Ganze natürlich auch wunderbar umsetzen und dann kommt es entsprechend erst zu dem Trade, der dann stattfinden sollte. Ich springe jetzt mal ganz kurz in einen Chart rein, um das nochmal kurz klar zu machen, was ich eben gesagt hatte. Wir haben jetzt hier einen Chart vom japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar, weil da werden wir uns gleich auch verschiedene Vorfilter angucken. Jetzt, ja gut, jetzt hat nicht jeder wahrscheinlich eine Meinung zum japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar, aber ansonsten würde man wahrscheinlich die letzten Entwicklungen, wenn wir uns hier mal den Tageschart angucken, sehr hoch werten. Man würde jetzt sagen, wenn man hier an den Chart herantritt und würde das Ganze charttechnisch beurteilen, würde man sagen, hier bei 0,86, ist natürlich jetzt schon sehr lange her, da ist dieser Preis nach unten weggekippt, wir sind da unter die Unterstützung gebrochen, dann ist der Markt weiter gefallen, wir sind hier in einem Abwärtstrend gefangen, also sollte man diesen Markt shorten. Das ist zumindest das, was ja Charttechniker oder auch Personen, die in Trendrichtung handeln, jetzt sagen würden.
Man kann aber natürlich, und ich gehe jetzt mal lieber wieder auf den Monatschart, um es ein bisschen klarer zu machen, man kann deswegen die Charts in beide Richtungen interpretieren. Wir haben gerade gesehen, er lässt sich short interpretieren. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sehen, wir haben jetzt hier einen Monatschart und bei 0,80, 0,81 in etwa haben wir eine wichtige Unterstützungszone. Und ist jetzt die Frage, gehe ich jetzt also long oder gehe ich short? Und den Fehler, den viele machen, ist eben die letzten Tage sehr, sehr hoch zu werten, viel höher als die 2, 3, 4 Wochen davor. Das ist eben meiner Meinung nach eine der psychologischen Schwierigkeiten, dass man sich eben anguckt, was ist denn jetzt zuletzt passiert und geht dann davon aus, dass es auch jetzt in den nächsten Tagen so weitergehen wird. Das ist auch etwas, was man zum Beispiel im Sentiment, in der Marktstimmung immer wieder sieht. Wenn ein Markt sehr stark gestiegen ist, dann am Ende werden die Marktteilnehmer super bullig und gehen davon aus, jetzt müsste der Markt immer weiter steigen. Auf der anderen Seite, wenn der Markt sehr, sehr stark gefallen ist, sind auf einmal die Marktteilnehmer sehr bearish und gehen davon aus, es müsste immer weiter fallen. Und das ist ein Fehler, zumindest ist das ein Fehler, wie ich ihn sehe, dass man so nicht vorgehen sollte. Deswegen nutze ich eben diese verschiedenen Vorfilter und die sollen mir erstmal anzeigen, ist jetzt zum Beispiel die japanische Yen gegenüber US-Dollar aktuell für die Long-Seite oder für die Short-Seite interessant. Und erst dann, im nächsten Schritt, schaue ich, wo gibt es wichtige Unterstützungen oder wenn ich Short gehen möchte, wo gibt es wichtige Widerstände. Und dann warte ich, ob der Markt nochmal in diese Richtung eben heranläuft und würde ihn dann shorten. Oder auf der anderen Seite, wenn ich eben die Vorfilterung mir anzeigt, die Long-Seite zu favorisieren, dann muss ich sagen, hat man hier um 0,8 ungefähr ein super Einstiegsniveau, weil das ja eine massive Unterstützungszone ist. Wir sehen ja, wie oft dieser japanische Yen gegenüber US-Dollar hier nach oben weggedreht ist. Dann gab es hier diese massive Abwertung des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar von 2012 bis 2015. Genau in der Region 0,8, 0,81 wieder nach oben gedreht, dann wieder abgeprallt, wieder nach unten gedreht jetzt. Und deswegen ist das natürlich auch eine super Unterstützungszone für einen potenziellen Long Trade, den man dann platzieren könnte. Jetzt gehe ich wieder zurück in die Präsentation, um die verschiedenen Vorfilter dann entsprechend aufzuzeigen, die wir nutzen wollen. Ganz wichtig ist bei meinem Ansatz, dass ich antizyklisch unterwegs bin. Also, ich möchte nicht jemand sein, der am Ende einer Trendbewegung noch in den Markt reinspringt, sondern das habe ich früher auch gemacht natürlich, aber dann auch festgestellt, dass ich leider oftmals viel zu spät kam. Dann war die Messe schon gesungen, der Markt ist sehr stark gestiegen, ich bin reingegangen, danach irgendwann vielleicht ging es noch 1, 2, 3% weiter aufwärts, danach ist der Markt gefallen und ich war vollkommen in den Miesen mit meinen Positionen und bin auch nicht mehr so gut rausgekommen. Und das sehen wir immer wieder, wenn wir uns mal 3D-Druck anschauen. Was ist da passiert? Wann sind die ganzen Marktteilnehmer, also die Privatanleger, in diesen 3D-Druckbereich gegangen? Ja, nachdem der massiv angestiegen ist. Wann sind die ganzen Personen in die Wasserstoffaktien gegangen, nachdem der Markt massiv gestiegen ist? Dann die Impfstoffhersteller. Wann sind viele reingegangen? Ja, als BioNTech, Moderna und so weiter schon massiv angestiegen sind und sind dann ja, hoffentlich nicht, aber tendenziell sehr am oberen Ende dieser massiven Aufwärtsbewegung reingesprungen, weil sie eben gedacht haben, naja, es kommen ja überall Bestellungen, man hört ja nur, Corona ist ganz schlimm und es ist ja auch schlimm, aber man hört nur, es wird immer bestellt, 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 es müsste doch immer weiter aufwärts gehen. Und auf einmal kommt eine massive Gegenbewegung, die Aktien fallen mal 50, 60, 70% und dann ist es für mich interessant, wieder einzusteigen. Nicht da oben, sondern versuchen, möglichst unten, wo auch immer unten ist, entsprechend die Aktien einzusammeln und dann auf eine Gegenbewegung zu setzen. Also, meine Herangehensweise ist antizyklisch, nicht prozyklisch. Sollte man ja ein paar Mal probieren, man muss es auch ein paar Mal probieren. Am Anfang wird man feststellen, man wird immer wieder nervös, wenn der Markt gegen einen läuft. Am Anfang noch, alle reden immer noch, alles schlecht und man ist selber schon long investiert, man geht in die Communities, man liest Nachrichten, alles ist ganz mies und man ist selber auf der Long-Seite unterwegs. Am Anfang nicht so ganz einfach. Wenn man es aber 10, 20, 30, 40 Mal gemacht hat, wird man natürlich immer entspannter und findet es natürlich auch ganz interessant, wenn man dann schon auf der Long-Seite unterwegs ist und es wird irgendwie alles schlecht geredet, dass man weiß, tendenziell kann man so schlecht gar nicht mit der Position liegen, wenn eben alle schon auf der anderen Seite unterwegs sind. Ja, da sind wir auch schon genau beim Thema, schlecht reden oder sehr positiv alles reden. Das ist eben das Sentiment und hier versucht man die Stimmungen von Investoren an der Börse in ihrer Bedeutung für die Entwicklung von Wertpapierkursen zu interpretieren. Also, was bedeutet das im Klartext? Wir stellen uns vor, wir sind hier, um es einfach zu machen, 100 Leute und ich würde euch jetzt fragen, geht ihr davon aus, der DAX steigt in der nächsten Woche oder der DAX fällt? Wir würden jetzt ganz fiktives Beispiel, mir 60 sagen, ich gehe davon aus, der Markt steigt.
dann kann ich ja Rückschlüsse darauf ziehen, wie diese 60 Personen, also 60% in diesem Falle, wie die im Markt gerade investiert sind. Weil es wäre ja schizophren wahrscheinlich, wenn mir jetzt hier 60% sagen würden, ich bin long im Markt, hätten aber Short-Positionen, alles voll im Depot. Macht ja keinen Sinn. Also kann ich Rückschlüsse darauf ziehen, dass tendenziell die Personen natürlich auch entsprechend long positioniert sind mit Aktien, Derivaten und was auch immer. Und jetzt wird es eben sehr interessant, wenn eben der Anteil sehr, sehr groß ist an Bullen oder an Bären, sagen wir jetzt mal nicht 60%, sondern 90%, dann bedeutet das, wenn ich jetzt nochmal die Frage stelle und 90% der Leute sagen mir, ich gehe davon aus, der Markt steigt weiter, dass schon sehr, sehr viele Marktteilnehmer im Markt aktuell investiert sind und nur noch 10% theoretisch den Markt noch weiter nach oben treiben können. Ja, was wird passieren? Man erkennt oft an diesen Peaks, von dem Sentiment, dass der Markt in eine Konsolidierung übergeht. Der Trend hört dann irgendwann mal auf. Die 90% sind ja investiert, die können jetzt auch nicht unendlich weiter nachschießen und es gibt nur noch 10%, die potenziell überhaupt noch einsteigen können. Also merkt man, der Markt geht in eine Konsolidierung über, zumindest häufig. Was wird dann passieren? Von diesen 90% werden einige sagen, okay, hier scheint jetzt erstmal Ende zu sein, hier ist irgendwo ein Widerstand erreicht, ich verkaufe mal meine Position. Oder ich setze einen engen Stop. Oder ich setze einen Stop und sogar platziere Short Orders. Sollte der Markt jetzt etwas zurücksetzen, dann gehe ich davon aus, dass vielleicht eine Gegenbewegung einsetzen könnte. Und dann auf einmal kommt es nämlich zu diesen Trendwechseln, dass der Markt leicht fällt und es werden Stop-Orders ausgeführt und es werden vielleicht auch Kauforders für Short-Positionen eröffnet. Und dementsprechend findet dann ein Trendwechsel statt. Genauso natürlich auf der Unterseite, wenn ein Markt sehr, sehr stark gefallen ist und die Marktteilnehmer zu 90% pessimistisch sind, auch dann können natürlich nicht viel mehr den Markt weiter nach unten treiben. Und auch da sieht man dann häufig eine Bodenbildung und irgendwann wird der Markt auch wieder nach oben gebracht. Und das ist genau deswegen für mich ein ganz klarer Kontraindikator. Also, wenn die Marktteilnehmer sehr bullig sind, möchte ich short gehen. Wenn die Marktteilnehmer sehr bearish sind, dann möchte ich eher long gehen. Dann als nächsten Vorfilter haben wir natürlich die Saisonalität. Das ist gerade, wenn man wie ich sehr viel Rohstoffe handelt, ist das natürlich super interessant, denn es muss immer klar sein, dass wir hier saisonale Schwankungen sehen. Wir haben Erntephasen, wir haben Heizperioden und diese Dinge treten tendenziell immer zu denselben Jahreszeiten auf. Deshalb ist es ganz interessant, sich natürlich die Saisonalität anzusehen, ob es gewisse Zeitpunkte gibt, zu denen ein Markt zur Stärke neigt oder in denen ein Markt auch zur Schwäche neigt. Und es geht bei mir immer darum, diese verschiedenen Vorfilter zu kombinieren. Jetzt nicht nur auf die Saisonalität zu achten oder nicht nur auf das Sentiment, sondern zu schauen, wie sind die einzelnen Vorfilter und kann ich mir daraus so ein gesamtes Bild basteln. Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, ich nutze ja noch darüber hinaus weitere Vorfilter, aber diese drei sollen immer genügen. Ich möchte auch nicht alles preisgeben natürlich, aber das ist schon einiges, was man hier natürlich rausziehen kann und für sein eigenes Trading wahrscheinlich auch anwenden könnte. Es ist ganz wichtig dazu zu sagen, es geht nicht darum, einzelne Spitzen zu traden. Das werden wir uns gleich angucken, zu sagen, Mitte Mai gehe ich long, Ende Mai gehe ich wieder short, dann gehe ich im 3. Juni wieder long und so weiter, sondern es geht darum, durchschnittliche Verläufe sich anzugucken, in welchen Monaten neigt eben ein Markt zur Stärke und in welchen Monaten neigt ein Markt eben zur Schwäche. Dann haben wir als dritten Vorfilter noch den Commitments of Traders Report, die COT-Daten aus den USA. Klar, wichtig, schon mal direkt dazu zu sagen, das gibt es jetzt nicht für den DAX oder für irgendwelche Einzelaktien, sondern das sind ja, Veröffentlichungen, das ist ein Report aus den USA, also auch für die US-Märkte, für die Rohstoffmärkte, für die Währungsmärkte. Und da kann man eben sehen, wie anzeigenpflichtige Marktteilnehmer in Summe positioniert sind. Also wird jetzt nicht sehen, da ist Investmenthaus ist so positioniert und der Asset Manager ist so positioniert und der Bauer ist so positioniert, sondern es gibt verschiedene Kategorien und man kann sehen, wie diese Marktteilnehmer innerhalb dieser Kategorien aktuell positioniert sind. Ziel dieses Reports ist es einfach, Transparenz über die Positionen der Marktteilnehmer zu schaffen und jeden Freitag werden die Bestände veröffentlicht, die Dienstagabend nach Handelsschluss existierten. Also auch da hat man natürlich einen kleinen Verzug, dass es nicht so, dass dienstagsabends schon direkt der Report veröffentlicht wird. Dabei gibt es drei Kategorien. Übergeordnet, man kann das noch weiter ja, stückeln, etwas feiner justieren, aber übergeordnet gibt es drei Kategorien. Das sind die Commercials, das sind die Non-Commercials und das sind die Non-Reportables. Non-Reportables können wir direkt vergessen, das sind so kleine Spekulanten, die im Markt unterwegs sind. Dann gibt es die Non-Commercials, das sind Fonds zum Beispiel, die tendenziell in Trendrichtung unterwegs sind und die einen spekulativen Hintergrund haben.
Weil ein Fonds natürlich, wenn ihr da rein investiert, der muss natürlich in Trendrichtung auch investiert sein, denn er möchte natürlich auch einen entsprechenden Gewinn erzielen, damit er den weitergeben kann, wenn man in diesem Fonds investiert ist. Für mich aber die allerwichtigste Kategorie, das sind eben die Commercials. Das sind große Händler, die den Markt nutzen, um sich abzusichern, beziehungsweise man kann vielleicht auch sagen, um Preise festzuschreiben. Und innerhalb dieser Commercials gibt es bei den großen Händlern zwei Lager. Einmal die großen Produzenten und einmal die großen Abnehmer. Und das sind natürlich die beiden Lager, die sich am besten auskennen mit diesem Markt. Zumindest ist das meine Perspektive oder meine Sichtweise darauf, die sich am besten auskennen mit dem Markt als jeder andere, der nur von außen drauf guckt. Also wenn ich jetzt Research machen würde und würde drauf gucken, dann würde ich sehen, na gut, wie ist das Wetter? Gibt es vielleicht irgendwelche Änderungen bei den Anbauplänen und so weiter und so fort? Aber hier haben wir ja die großen Händler, die großen Produzenten, die jeden Tag mit diesem Rohstoff arbeiten. Wenn nicht die wissen, wo ein Markt interessant ist, auch mal Preise festzuschreiben, zu sagen, da sichere ich mich mal ab, ja, wer sonst? Und genau aus diesem Grunde achte ich sehr stark auf diese Commercials, auf die Nettopositionierung, also die Gesamtheit die Gesamtheit von den Produzenten und auch von den Abnehmern. Das wird einfach zusammengefasst innerhalb dieser Gruppe in den Nettopositionierungen. Und man kann sich auch das hier wieder ganz einfach vorstellen. Oder stellt euch das einfach mal vor. Ihr seid Produzenten von, sagen wir mal, machen wir es einfach, von Äpfeln. Die sind natürlich jetzt nicht handelbar, aber wir sagen jetzt mal, ihr produziert Äpfel. Jetzt habt ihr einen Apfelbaum im Garten und sagt, ich kann einen Apfel produzieren, habe ich runtergerechnet, was mich das kostet. Kostet mich 10 Cent als Beispiel. Jetzt wird der Apfelpreis am Futures-Markt gehandelt. Einfach stellen wir uns das mal vor. Und ihr würdet sehen, ja, da steht jetzt gerade der Preis bei 15 Cent. Dann würdet ihr sagen, gut, interessant, ich produziere das zu 10 Cent. Könnte es jetzt schon über den Warenterminmarkt, über die Futures-Märkte, könnte ich ja jetzt schon mal für die Zukunft einiges verkaufen, weil ich weiß, im Sommer, ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber ich denke mal, im Sommer werden die Äpfel dann irgendwann geerntet, dass man dann sagen könnte, ich weiß, da werden sie geerntet, also könnte ich doch den Futures-Kontrakt mit Laufzeit im Juli zum Beispiel, könnte ich doch schon mal 100 Äpfel verkaufen, weil ich weiß, ich werde tendenziell 2000 Äpfel zur Verfügung haben, also verkaufe ich doch schon mal 100 zu diesem Preis von 15 Cent. Wenn jetzt der Markt weiter steigt, die Preise steigen auf 20, 30, 40 Cent, was würdet ihr machen? Ihr würdet ja sagen, ey super, ich produziere immer noch zu 10 Cent. Es gibt keine Probleme bei meiner Produktion. Wir haben keine, ja, Wetterphänomene, die mir den Strich durch die Rechnung machen. Also ich werde dieses Jahr diese 2000 Äpfel haben. Dann kann ich doch jetzt mal 500 Äpfel zu 50 Cent verkaufen. Wenn der Markt weiter steigt, verkauft ihr nochmal 500 zu 80 Cent und so weiter und so fort. Also ihr würdet Preise festschreiben für die Zukunft, dass ihr jetzt schon wisst, was ihr bekommt. Und ihr müsstet dann natürlich im Juni, Juli, wann auch immer der Kontrakt ausläuft, entsprechend die Äpfel auch liefern. Auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt, und das war eigentlich wirklich jetzt ein Beispiel, was mir gerade so eingefallen ist, aber das passt ganz gut, weil ich in Frankfurt sitze und hier wird ja Äppelwoi getrunken und Apfelwein, sagen wir es mal so. Und die brauchen ja Apfel. Apfel müssen sie ja einkaufen. Die wissen tendenziell, wie viel Apfelwein wird denn im Jahr verkauft? Wie viel Apfelwein wird in diesem Sommer verkauft? So, dann können Sie sagen, tendenziell wird so und so viel Liter werden verkauft und ich kaufe Äpfel ein zu 20 Cent normalerweise, den Apfel. Jetzt aber kann ich ja mal gucken, ich gehe auf den Warenterminmarkt, an Futuresmarkt, gucke mich mal um und sehe, oh, der Apfelpreis ist gerade auf 5 Cent gefallen. Was werde ich dann machen als großer Abnehmer, also als großer Apfelweinproduzent? Ich werde sagen, super, dann kaufe ich doch jetzt schon mal für den Juli 2000, 5000, 10.000 Äpfel zu 5 Cent. Weil in meiner Kalkulation waren immer 20 Cent angesetzt und jetzt kann ich auf einmal zu 5 Cent einkaufen, also habe ich eine höhere Marge. Und genau das ist doch das Interessante. Wir haben hier zwei große Lager, die großen Produzenten und die großen Abnehmer, die den Markt so gut kennen wie niemand anders. Und da können wir uns eben anschauen, wie die in ihrer Gesamtheit vertreten sind am Markt, wie sie aktuell agieren. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an, wie das Ganze aussieht. Ich gucke gerade mal ganz kurz rein, ob hier irgendwelche Fragen zu meinem Apfelbeispiel gekommen sind. Okay, Günther schreibt eher im Herbst. Okay, sorry, für den Sommer eher im Herbst. Ich habe schon fast gedacht, dass ich da falsch liege. Außer es gibt frühe Sorten. Okay, alles klar, dann wissen wir da schon Bescheid. Also, dann können wir uns jetzt mal anschauen, wie das denn aussieht mit diesen verschiedenen Vorfilterungen. Ich habe jetzt hier, bin ich auf einer Seite, sentimenttrader.com heißt die.
ist eine Webseite, die ich selber bezahle, wo ich Geld für hinlegen muss. Es gibt ja keine Werbeverträge oder sonstiges, sondern für mich lohnt sich das natürlich, eine solche Seite zu abonnieren, weil ich hier alle Daten direkt auf einen Blick habe. Aber wir können uns das gleich auch mal angucken. Bei Guidance zum Beispiel kann ich eben auch den COT-Report, den habe ich nämlich lustigerweise auch dieses Widget zusammen mit Guidance hier entwickelt, dass man sich hier diesen COT-Report auch angucken kann. Also, wenn man hier auf der Guidance-Plattform ist, kann man hier bei Widgets Commitments of Traders sich ansehen und hat hier eben die verschiedenen Lager, die ich gerade schon aufgezeigt habe. Das sind hier oben die drei. Und hier unten, hatte ich eben schon gesagt, kann man das noch etwas genauer aufsplitten, wenn man das möchte. Aber ich nutze jetzt mal hier diese Seite, die dann mir eben verschiedene andere Daten auch noch anzeigen wird. Klar, die Saisonalität bekomme ich auch noch irgendwo anders, aber das Sentiment zum Beispiel bekomme ich jetzt nur hier. Zumindest ist mir nur das bekannt. Deshalb nutze ich diese Webseite, die mir dann alles auf einen Blick zeigt. Jetzt hatten wir uns ja eben das schon angeguckt für den japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar. Ich habe gezeigt, man kann diese Charttechnik, man kann es long interpretieren, charttechnisch, oder man kann es auch short interpretieren. Und diejenigen, die bei mir beim Trading-Service dabei sind, die haben ja gesehen, dass ich gerade kürzlich erst eine Long-Position beim japanischen Yen aufgebaut habe. Und jetzt kann man vielleicht auch schon erkennen, warum ich das getan habe. Das Sentiment nämlich, die Marktstimmung ist brutal negativ. Wir sehen eben, der japanische Yen hat zuletzt deutlich abgewertet gegenüber dem US-Dollar, haben wir eben schon im Tageschart gesehen. Und was ist jetzt passiert? Genau an diesem Punkt sind jetzt die Marktteilnehmer auf einmal sehr, sehr bearish und gehen davon aus, dass der Markt weiter fallen sollte. Für mich, ich habe es eben schon gesagt, ist es ein klarer Kontraindikator. Also zeigt mir das schon mal an, dass es jetzt eher wieder für die Long-Seite interessant sein könnte. Es ist kein perfektes Timing-Instrument. Manchmal haut es super hin, das wird man sehen. Dann sieht man, okay, die Marktteilnehmer sind long oder also bullish oder sind bearish und kurz danach kippt der Markt weg. Aber alle Vorfilter sind keine perfekten Timing-Instrumente, sondern es geht um die Kombination und anschließend dann noch nutzen wir ohnehin die Charttechnik, um uns ein Trading-Setup herzuleiten. Hier ist zum Beispiel mal ein Beispiel, wo es sehr gut funktioniert hat. Hier waren die Marktteilnehmer sehr bullig. Was zuvor passiert? Markt gestiegen, Marktteilnehmer sehr bullig, danach ging es kurz seitwärts, danach massive Abwärtsbewegung. Dann, um nochmal ein anderes Extrembeispiel zu zeigen, vielleicht hier, Marktteilnehmer sehr bearish, zuvor Markt gefallen, danach Gegenbewegung nach oben. Hier über einen längeren Zeitraum, dann sieht man, das ist kein perfektes Timing-Instrument. Marktteilnehmer über einen längeren Zeitraum bullig. Es ging noch ein bisschen aufwärts, dann aber deutliche Gegenbewegung. Also, das zeigt schon mal an, es ist für mich ein klarer Kontraindikator. Als nächstes schauen wir auf die Saisonalität und da wird es jetzt eben auch aus saisonaler Sicht sehr, sehr interessant für den japanischen Yen, denn bis in den April hinein, Anfang April in etwa, soll es noch korrigieren, dann aber soll eine deutliche Aufwärtsbewegung stattfinden. Also, auch die Saisonalität zeigt mir an, dass der japanische Yen jetzt für die Long-Seite interessant sein könnte. Und ich hatte es ja schon angedeutet, es geht nicht darum, hier einzelne Spitzen zu traden. Also um das nochmal zu zeigen, es geht nicht darum zu sagen, Ende Februar gehe ich Long, Anfang oder wenn das noch Ende März vielleicht, Ende Februar ist oder Anfang März gehe ich Short, dann gehe ich hier wieder Long, da wieder Short und so weiter, sondern es geht darum, eine grobe Richtung zu erkennen und die erkennt man natürlich hier wunderbar. Der April ist schon ein sehr starker Monat, dann der Mai leicht negativ, dann aber mehrere Monate in Folge, wo der japanische Yen ansteigen soll. Also übergeordnet zeigt die Saisonalität ganz klar aufwärts. Als dritten Vorfilter noch die COT-Daten. Das hatten wir jetzt gerade ja schon länger besprochen. Bei den Rohstoffen ist es etwas einfacher als jetzt zum Beispiel bei den Währungen. Deshalb gewichte ich das bei den Währungen auch gar nicht so groß, das ganze Thema COT-Report. Aber man kann zumindest auch hier eine Grundtendenz erkennen. Wären die Commercials jetzt deutlich netto short positioniert, wären hier irgendwo im Extrembereich, dann würde ich mich mit der Short-Position tendenziell zurückhalten. Aber man sieht hier ja, dass die Commercials schon deutlich netto long positioniert sind. Und auf diesem Niveau gab es zumindest immer wieder mal kleine Aufwärtsimpulse. Also das spricht zumindest nicht dagegen, sich jetzt long zu positionieren. Wie gesagt, wäre die Positionierung jetzt massiv netto short, dann wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Aber in diesem Falle ist das, zumindest interpretiere ich es so, neutral bis leicht bullig. Und in Kombination mit den anderen Vorfiltern, mit dem Sentiment als Kontraindikator und mit der Saisonalität spricht hier vieles dafür, dass der japanische Yen jetzt wahrscheinlich erstmal wieder etwas aufwerten sollte gegenüber dem US-Dollar. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht. Und jetzt, und ich hoffe, da stimmt ihr mir zu, hat man natürlich ein ganz, ganz anderes Bild auf einmal auf den Chart. Denn man hat jetzt im Kopf diese objektiven Vorfilter, die ich habe, und das sind jetzt keine Nachrichten, die reinkommen oder sonstiges, sondern das sind objektive Vorfilter, die ich mir angeguckt habe, die zeigen mir an, dass die Long-Seite zu favorisieren ist.
Jetzt im nächsten Schritt schaue ich eben und sehe, wow, wir haben hier eine massive Unterstützungszone, 0,80 bis 0,81. Also werde ich mich jetzt hier mal auf die Long-Seite stellen und kann super mein Trading-Setup herleiten. Ich kann mich hier auf die Long-Seite stellen und meinen Stop knapp unterhalb dieser Unterstützungszone setzen, wenn ich das möchte. Oder ich lasse auch mal ein bisschen mehr Puffer. Ich neige tendenziell dazu, etwas mehr Puffer zu lassen, denn die Vorfilter werden mir weiterhin anzeigen, dass ich mich long positionieren sollte. Und wenn ich jetzt zu eng die Position immer ausstoppe, weil ich Angst habe, dann werde ich immer wieder natürlich sehen, Vorfilter sind long und dann müsste ich die Position immer wieder neu eröffnen. Also lieber Kapital runter, Puffer lassen und dem Markt auch mal etwas Zeit geben, sich zu entfalten. Wir sehen aber auf jeden Fall hier rund um 0,80 haben wir diese massive Unterstützung. Man könnte den Stop dann knapp darunter platzieren. Also das ist jetzt schon mal, glaube ich, ein komplettes Bild, was man sich hier oder was man sehen kann, wie ich genau bei meinen Analysen vorgehe. Ich nutze die verschiedenen Vorfilter und gehe dann in den Chart, um eben nach wichtigen Unterstützungsmarken zu schauen. Und momentan ist der Trade bisher ganz gut aufgegangen. Bei 0,80 ist der Markt jetzt wirklich wieder nach oben weggedreht. Also die Long-Position läuft und entwickelt sich auch dementsprechend momentan ganz gut. Jetzt gucke ich gerade noch mal, was da für Fragen kommen. Eine Sekunde. Also genau, Günther Frack hat nur, wie das bei den Währungen aussieht, ob das immer gegen US-Dollar ist. Ah ja, also es ist immer gegen US-Dollar. Alles, was wir gesehen haben, weil ich hatte es ja schon gesagt, dieser Report wird in den USA veröffentlicht und alles ist immer gegen US-Dollar. Natürlich, die Rohstoffe werden ja sowieso in US-Dollar gehandelt, aber auch wenn man dann auf Währungen guckt, Euro, britisches Pfund, japanischer Yen, kanadischer Dollar ist dann immer gegenüber dem US-Dollar. Und wenn man da vielleicht noch die Frage hat, was das hier bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, ist das die Frage, dann heißt das einfach, wie viele Futures-Kontrakte netto long oder netto short aktuell gehandelt werden. Also es sind jetzt hier keine Euro oder sonstiges, sondern das sind Kontrakte. Ingmar, hast du eigentlich auch, du hast ja jetzt die Vorfilter analysiert, du kommst zum Schluss, ja, der ist jetzt long. Und dann hast du ja die Position schon aufgebaut. Das heißt, jetzt kommt die Charttechnik ins Spiel, wo du dann das Timing oder für den Einstieg auch festlegst, ja? Genau, über die Charttechnik. Genau, da nutze ich eben die Charttechnik, um aber, wie gesagt, ganz basic nach wichtigen Unterstützungen, wichtigen Widerständen zu suchen. Aber jetzt kommt natürlich noch ein ganz anderer Punkt ins Spiel. Wann steige ich überhaupt aus? Und das ist ja etwas, was ja auch brutal schwierig ist. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau. Und da stellt sich natürlich immer jeder sehr, sehr einfach vor, zu sagen, naja, gut, ich muss irgendwo long gehen oder short gehen, aber das Verkaufen ist ja gar nicht so ohne. Und das wird wahrscheinlich jeder kennen, der hier schon länger im Markt unterwegs ist. Und was mache ich da? Ich schaue mir mal an, wo sind wichtige Widerstandszonen? Zum Beispiel jetzt hier wäre es bei 0,84, später bei 0,86. Das sind ja jetzt so Widerstandsbereiche oder auch 0,88. Heißt also, ich weiß jetzt, wo sind Widerstände und wenn jetzt der japanische Yen wirklich dahin steigen sollte und ich sehe bei 0,84, nur als Beispiel, tut er sich gerade schwer, dann verkaufe ich eventuell die ganze Position oder nehme einen Teil raus, sagen wir mal 50% und lasse den Rest weiterlaufen und könnte dafür auch zum Beispiel mal einen Stop setzen und spekuliere darauf, dass dieser Widerstand nach oben durchbrochen wird. Wenn der im ersten Schritt, natürlich im ersten Anlauf direkt durchbrochen wird, dann warte ich einfach mal ab, bis eventuell größere Widerstandszonen, hier 0,86 oder 0,88, bis die angelaufen werden. Und dann aber gehe ich oftmals auch raus und sage, okay, dann verkaufe ich halt die Position. Es kommt immer darauf an, wie es natürlich gelaufen ist. Aber ich neige vielleicht auch manchmal dazu, die Gewinne dann zu schnell rauszunehmen. Aber was ich halt versuche, ist eben, sollte ich an einem Widerstand rausgehen und der Markt kippt dann nochmal runter, dann einfach wieder günstiger einzusteigen. Natürlich passiert es dann auch unter anderem mal, dass der Markt komplett wegläuft. Ich hatte das bei Palladium zum Beispiel. Da ist der Markt mir komplett entwischt dann nach oben auf einmal. Ich hatte gehofft, dass ich nochmal einen Einstieg finde. Ich bin hier erstmal in dieser Region long gegangen, mit zwei Tranchen bin hier rausgeflogen, dann hier unten neue Longs aufgebaut. Die haben auch den ganzen Verlust von den ersten beiden Longs aufgeholt. Danach ging das, also das war ja Wahnsinn, wie das hier nach oben geschossen ist. Ich war da viel zu früh draußen aus der Position. Aber dann sage ich mal, ist es auch leider so, dann gucke ich da erstmal zu und warte eben, ob es nochmal eine deutlichere Gegenbewegung gibt. Und jetzt haben wir diese nämlich gesehen und dann ist es wieder für mich für Longseite interessant, eben dort wieder einzusteigen. Ja, spannend. Genau, aber das ist ein guter Punkt natürlich, weil das unterschätzen sehr, sehr viele, dass auch dieser Ausstieg natürlich sehr schwierig ist, weil man auch da wieder
die Psychologie natürlich ins Spiel kommt, dass man gierig wird und denkt, okay, jetzt muss ich versuchen, es voll auszureizen, aber das wird man ohnehin nicht schaffen. Ich denke, das ist etwas, was einem immer wieder klar sein sollte. Man wird es weder schaffen, den perfekten Einstieg zu finden, man wird es auch nicht schaffen, den perfekten Ausstieg zu finden. Ich mache wirklich sehr, sehr viele Trades. Das sind teilweise Hunderte, also Hunderte am Tag, die ich mache. Und natürlich ab und zu kommt es mal vor, dass das Timing perfekt ist. Aber in der Regel wird man erkennen, man hat immer Versatz. Es läuft immer mal gegen einen erst. Es geht darum, dass es grundsätzlich in die richtige Richtung läuft. Und das, was manche einem vorgaukeln, man kann genau das timen bis auf 5 Punkte im DAX. Da, an sowas, an solche Märchen glaube ich ehrlich gesagt nicht mehr. Vielleicht sollten wir noch einen Hinweis anbringen, weil ich das hier gerade auch im Fragenchat nochmal sehe. Du hast jetzt Yen-US-Dollar analysiert. Vielfach wird, das ist bei uns auch so, wird US-Dollar-Yen als Paar angeboten. Das heißt, da müsste dann Short gehen. Ne? Also das ist genau, das ist immer, wichtig, das ist immer, genau, ist immer ein bisschen tricky. Ist gut, dass du nochmal ansprichst. Da muss ich auch immer darauf hinweisen, wenn ich dann den Trade platziere. Also genau, wir haben japanische Yen gegenüber US-Dollar analysiert. Aber wenn man sieht, das Produkt wird andersrum angeboten, also US-Dollar gegenüber japanischen Yen, dann muss ich natürlich meine Analyse einfach umändern und muss entsprechend Short gehen. Es macht dann natürlich auch Sinn, den Chart sich genau andersrum anzugucken und zu sagen, wo sind denn jetzt die wichtigen Unterstützungszonen und wo sollte es dann eventuell drunter fallen, sollte jetzt wirklich die Short-Strategie aufgehen. Das macht vollkommen Sinn und sollte man dann natürlich auch so machen, ja. Perfekt. Super, dann wollen wir ein bisschen Gas geben, noch vielleicht das andere anschauen. Und zwar, DAX ist ja etwas, was wahrscheinlich hier sehr, sehr viel interessiert, wie ich auch momentan da positioniert bin. Ich bin jetzt wieder auf der Short-Seite unterwegs. Warum? Wir schauen uns hier verschiedene Vorfilterungen wieder an. Hier gibt es jetzt, hatte ich ja anfangs schon gesagt, die COT-Daten nicht. Es gibt zwar ein Sentiment, aber das ist auch etwas kurzfristig. Aber wir wollen hier vor allem mal auf andere Vorfilter gucken, auf den Dekadenzyklus zum Beispiel aus den USA für den Dow Jones und auch den Vierjahreswahlzyklus. Der ist für mich auch ganz entscheidend. Der Dekadenzyklus, was zeigt er an? Wir sehen es hier unten, Jahre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier hinten steht ja, Jahr endet mit. Also wir sind dieses Jahr im Jahr 2022. Das Jahr endet mit einer 2. Und hier kann man sehen, wie ist denn dieses Zweierjahr tendenziell gelaufen von 1897 bis 2020. Also 1902, 1922, 1912, habe ich gerade vergessen, und so weiter und so fort. Wie sind die gelaufen? Für mich ist das jetzt nicht der Vorfilter, der jetzt eine riesen Durchschlagskraft hat, aber es kostet ja nichts, sich diese Sachen anzugucken. Man kann erkennen, dass ab dem Anfang zweiten Quartal in etwa der Markt nochmal deutlicher zur Korrektur neigen könnte. Also, Dekadenzyklus zeigt mir schon mal an, dass man die Short-Seite jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Plan haben sollte, denn man sieht es ja hier, die Kurve kippt nochmal ganz schön nach unten ab, ab ungefähr Ende ersten, Anfang zweiten Quartal. Dann für mich sehr entscheidend ist eben der US-Wahlzyklus. Also, wir haben in den USA natürlich genau wie in Deutschland ein Wahljahr, ein Nachwahljahr, aber wir haben auch noch ein Zwischenwahljahr und ein Vorwahljahr. Und dieses Jahr sind wir in einem Zwischenwahljahr. Und jetzt ist es nämlich immer interessant, wenn wir das Ganze jetzt wieder kombinieren. Wir sehen, dass diese Zwischenwahljahre für den USA auch korrekturanfällig sind. Ab Mitte April in etwa bis Ende September könnte es zumindest nochmal eine deutliche Korrektur geben am Aktienmarkt. Wenn wir jetzt nur auf den Dow Jones hier blicken, in diesem Falle mit diesem Zwischenwahljahren des US-Wahlzykluses. Das passt jetzt ganz gut zusammen mit dem Dekadenzyklus. Der zeigt jetzt an, man sollte sich langsam auf die Short-Seite stellen und neben der Wahlzyklus zeigt das eben auch entsprechend an. Die US-Wahljahre umgemünzt auf den DAX, also es sind jetzt nicht hier die Bundestagswahlen, sondern es sind US-Wahljahren auf den DAX umgemünzt, sieht man natürlich ein sehr ähnliches Bild. Auch hier soll es so ab dem zweiten Quartal, und das sind wir jetzt ja ab morgen, soll es eine deutliche Korrektur nochmal geben bis Ende September, Anfang Oktober. Und dementsprechend ist jetzt für mich wieder die Short-Seite vollkommen relevant. Ich habe meine Position zuletzt wieder umgestellt, bin jetzt wieder vermehrt auf die Short-Seite gegangen. Warum? Und jetzt kommen wir wieder zur Charttechnik, denn wir haben nicht nur diese Zyklik, die uns anzeigt, dass die Short-Seite interessant ist, sondern wenn wir jetzt auf den Chart blicken, dann wird das sicherlich jeder mitbekommen haben, damals beim DAX. Wir haben diese massive Unterstützungszone gehabt, 14.800 bis 15.000 Punkte Marke. Da ist der Markt ja immer wieder nach unten weggeprallt. Ich fahre das gerade mal so ein bisschen mit der Maus ab. Man sieht, es ist immer wieder 14.800 bis 15.000, dahin sind wir gefallen und dann wieder nach oben weggelaufen. Dann irgendwann sind wir hier nach unten weggebrochen und der Grund, warum es passiert ist, ist natürlich ein tragischer. Deshalb kann man sich auch nicht freuen, wenn man auf der Short-Seite unterwegs war. Aber es war relativ klar, wenn der Markt da durchbricht, dann wird es eine massive Abverkauf wird es geben. Denn das war so eine deutliche Unterstützungszone, dass man natürlich auch wusste, dass hier unten drunter sehr, sehr viele Stop-Orders liegen für die Positionierungen oder auch
Kauforders für Short-Positionierungen. Und ich war auch live am Rechner, als das passiert ist. Und der Markt ist ja innerhalb von 2-3 Minuten, glaube ich, 200-300 Punkte gefallen. Also das ging super schnell. Und danach gab es dann eben diese deutliche Abwärtsbewegung. Jetzt gab es aber diesen Rebound. Der Markt ist wieder massiv angesprungen. Und bis jetzt, vorgestern, genau in die Region 14.800 bis 15.000 Punkte Marke wieder angestiegen. Und jetzt lehrbuchmäßig hier nach unten weggeprallt. Und genau deswegen gehe ich davon aus, dass wir eher wieder fallende Notierungen sehen werden. Ich weiß, einige meiner Kollegen auch und auch viele Trader denken jetzt, naja, das wird wieder eine V-Formation sein, genau wie beim Corona-Crash. Das geht jetzt noch oben weg und wir sehen bald neue Allzeithochs. Ich persönlich glaube das nicht. Ich sage aber auch dazu, ich bin ja auch immer sehr selbstkritisch, dass ich das bei dem Corona-Crash auch gedacht habe, dass nochmal eine zweite Welle nach unten kommt. Kam nicht, der Markt ist noch oben weggegangen. Dann ist man eben, muss man seine Strategie und seinen Plan natürlich umwerfen, muss sich überlegen, wie man jetzt auf die Situation reagiert. Aber wir sind jetzt in einem anderen Umfeld, als wir das damals waren. Mittlerweile haben wir massiv Inflation. Gestern kamen ja auch die Verbraucherpreise für Deutschland, der höchste Ansprung seit 40 Jahren. Dann, oder Steigerungsraten, dann haben wir die Anleihenkaufprogramme, die zurückgefahren werden. Wir haben ansteigende Zinsen in den USA und so weiter und so fort. Also das Umfeld ist jetzt ein bisschen anderes und dementsprechend, und wir sind auch unmittelbar natürlich oder mittelbar eigentlich auch betroffen, natürlich von der ganzen Russland-Ukraine-Situation mit den Lieferungen von Lebensmitteln, mit Lieferungen von Gas, von Öl und so weiter und so fort. Also ich bin gespannt. Ich gehe davon aus, dass der Markt eher nach unten weggehen wird wieder und ja, vielleicht sogar nochmal Richtung dieses Tiefs oder noch tiefer fallen könnte. Und dann bleibt abzuwarten, wie die Marktteilnehmer darauf reagieren, die jetzt noch denken, es wird hier eine V-Formation. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nur meine Sichtweise. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Wenn der Markt hier nach oben weggeht auf einmal, dann bin ich auch der Letzte, der sagt, ich muss an meiner Strategie festhalten. Sondern für mich ist sehr interessant, diese Marke 14.800 bis 15.000. Sollten wir darüber ansteigen, dann kann es auch gut sein, dass ich meine Prognose über Bord werfe und mich dann eher auf die Long-Seite stelle, weil dann werden wir zurück in diesem alten Seitwärtsmarkt und dann kann es auch schnell wieder Richtung 16.000 Punkte laufen. Aber aufgrund dieser Vorfilterung, die ich angezeigt habe, ist die Short-Seite meiner Meinung nach zu präferieren momentan. Jetzt gucke ich gerade mal kurz noch rein. Ich möchte schon gerne noch ein, zwei Märkte besprechen, weil wir etwas Zeit verloren haben mit meiner Theorie. Aber ich denke, es hat das zumindest etwas verdeutlicht mit meinem Apfelbeispiel. Aber was sind momentan noch interessante Märkte? Ich hatte zuletzt noch gehandelt Kaffee und Kakao. Da kann ich zumindest mal aufzeigen, wie es aktuell aussieht. Und Sojabohnen ist zum Beispiel ein Markt, der bald interessant werden könnte. Aber den wollte ich gerne auch nochmal zeigen, denn es ist aktuell für mich kein Trade für die Short-Seite, aber es könnte bald einer werden. Und dementsprechend rufe ich mir das schon ins Gedächtnis. Ich weiß jetzt schon, Sojabohnen wird bald irgendwann interessant und kann mir das ja quasi schon auf die Watchlist legen. Dauert aber noch. Warum? Wir haben eine sehr, sehr starke Saisonalität noch bis in Juni hinein. Wir kommen jetzt ja gerade erst in den April, also wir haben da noch etwas Zeit, habe ich ja gerade schon gesagt. Aber dann wird es auf jeden Fall aus saisonaler Sicht sehr interessant für die Short-Seite. Dann haben wir aktuell schon ein sehr bullisches Sentiment. Das wäre natürlich jetzt schon für die Short-Seite interessant. Und von den COT-Daten laufen wir langsam hier in so ein Extrem rein. Also idealerweise steigt jetzt der Sojabohnenpreis noch weiter. Die Commercials bauen ihre Netto-Short-Positionen aus und wir kommen hier Richtung Juni. Dann wäre das für mich ein klarer Short-Trade. Und jetzt erkennt ihr, wie ich eben an die Sache herantrete. Ich baue mir dann so eine Watchlist. Ich weiß, zu welchen Zeitpunkten ja, es jetzt interessant werden könnte bei Sojabohnen und werde dann auch aktiv, wenn es dann entsprechend sich anbietet. Dann habe ich es gerade eben schon gesagt, Kaffee, Kakao, hatte ich beide Trades laufen, habe ich aber auch beide kürzlich wieder geschlossen. Werde ich aber eventuell nochmal Positionen aufbauen. Warum? Wir sehen eben, dass die COT-Daten für Kaffee waren sehr bearish zu werten, meiner Meinung nach. Die Commercials waren deutlich netto short positioniert. Deshalb hatte dieser Vorfilter schon mal angezeigt, die Short-Seite zu favorisieren. Sentiment, und da sieht man es wieder, Sentiment hier an diesem Punkt extrem bullig. Danach ging es abwärts. Schaut euch das mal hier auch an. Nach dem starken Anstieg bei Kaffee, Marktteilnehmer super bullig. Danach ging es etwas abwärts. Hier unten noch, Marktteilnehmer sehr bearish gewesen, danach massive Aufwärtsbewegung. Also klarer Kontraindikator, hatte auch angezeigt, die Short-Seite zu favorisieren. Und wir kommen jetzt saisonal, sind wir jetzt auch in einem Umfeld bis Juni hinein, wo es saisonal etwas fallen sollte. Jetzt habe ich aber gerade schon gesagt, eben die Short-Position, die ich hatte, die habe ich mit Gewinn dann verkauft, weil ich zunächst nochmal abwarten wollte,
ob der Kaffeepreis jetzt vielleicht noch mal etwas ansteigt und sollten wir noch mal in die Region 235 bis 240, 242 so in etwa ansteigen, dann kann es gut sein, dass ich noch mal eine neue Short-Position aufbaue. Aber auch das ist aktuell eher was für die Watchlist. So, jetzt sehe ich aber, wir sind gerade jetzt Punkt 18 Uhr. Wir haben zumindest jetzt noch ein, zwei Märkte besprochen. Ein Thema, das wollte ich ganz kurz noch aufzeigen. Wer sich meine Trading Services mal angucken möchte bei Guidance oder mein Trading Service, muss ich ja mittlerweile sagen, weil es gibt nur noch diesen einen mit den zwei Depots, mit dem Short-Term Trader, wo halt ein DAX Daytrading stattfindet und dem Midterm Trader. Das sind Trades, die wie gerade aufgezeigt stattfinden mit Kaffee, Kakao, DAX und so weiter und so fort, also mittelfristig DAX. Das sind Trades, die dort stattfinden und beide Depots sind aktuell auf Allzeithoch. Das Short-Term-Trader-Depot gibt es seit dem 4.6.2020, also noch nicht mal seit 2 Jahren, steht gerade bei 716%. Ihr könnt es an der Kurve sehen, ist also gerade die letzten beiden Trades wurden mit Minus verkauft, aber in Gesamtsumme waren wir da in den letzten Tagen sehr gut unterwegs, in den letzten Wochen. Ich glaube, gerade eben hat mir noch ein Kunde geschrieben, habe es gerade mir selber nicht so auf dem Schirm, dass im März von 130 Trades, ich glaube 120 plus waren und 10 Uhr minus, so in etwa war die Quote, also es lief wieder ausgesprochen gut und man sieht ja auch schon seit Ende letzten Jahres, wie die Kurve weiter nach oben geht, von damals plus 400% auf jetzt plus 716%. Und ganz wichtig ist mir immer dazu zu sagen, ich habe das Risiko nicht erhöht, sondern ich habe die Positionsgrößen immer gleich gelassen. Ansonsten wäre das Konto noch deutlich höher, wenn ich eben die Position immer weiter mit steigenden Konten natürlich angezogen hätte. Aber dann kann es auch irgendwann keiner mehr nachvollziehen, wenn ich da pro Position 20, 30, 40.000 Produkte kaufe oder sonstiges. Deshalb habe ich das alles so beibelassen. Der Midterm-Trader, der hat sich erst am Anfang des Jahres, also letzten Jahres, sehr schwer getan. Der ging am 3.1. an den Start letzten Jahres und danach lief es auf einmal auch hier sehr, sehr gut. Die Positionen sind angezogen. Lustigerweise, genau an diesem Punkt sieht man dann auch, habe ich die Positionsgröße leicht erhöht, beziehungsweise ich habe die Positionsgrößen erhöht, sagen wir es mal so. Und dann liefen die Trades auch an. Also auch über Positionsgrößen kann man sehr viel steuern. Und das sind auf jeden Fall die beiden Depots, die ich bei Guidance führe. Und wer sich das Ganze mal angucken möchte, der kann das ja machen. 14 Tage habt ihr ein Widerrufsrecht. Wichtig, bitte, wenn euch das nicht interessiert, dann widerruft auch innerhalb dieser 14 Tage. Ich möchte niemanden dabei haben, der dann keine Lust auf das Ganze hat. Ansonsten geht das in ein 3-Monats-Abo über. Und bei der Bestellung könnt ihr aktuell mit diesem Gutscheincode IK20GE 20% Rabatt auf die erste Laufzeit erhalten. Ich kopiere euch den Gutscheincode gerade mal in den Chat rein. Das ist IK20GE. Also schaut euch das gerne mal an. Momentan lässt sich da noch sparen und auch den Link zu der Anmeldung kopiere ich gerade auch nochmal hier rein. Dann müsst ihr das nicht abtippen mit den ganzen Daten, die dahinter liegen. Und dann könnt ihr gerne mal reinschauen, würde mich freuen. Wir haben übrigens hier auch eine mega tolle Community. Ich bin super happy, dass das so gut klappt. Jeden Tag gibt es hier zwischen 500 und 1000 Kommentare ungefähr von den ganzen Teilnehmern, die dabei sind. Super Atmosphäre, da wird sich sehr stark geholfen, auch wenn man mal nicht weiter weiß, auch wenn man nicht weiß, was man jetzt nutzen sollte, wie man es berechnet und so weiter und so fort. Immer einfach die Fragen stellen, mir auch gerne Fragen dort stellen. Ich bin da auch natürlich immer aktiv mit dabei und dann kann man das Ganze mal ganz in Ruhe anschauen. Und jetzt hoffe ich, dass mehr oder weniger Fragen beantwortet wurden. Ich sehe gerade noch die Frage hier bezüglich der Vorfilter. Wo kann man die bei Guidance finden? Also auch da bin ich schon im Gespräch, ob man die Saisonalität zum Beispiel hier noch einbauen kann. Aktuell von diesen Vorfiltern, die ich aufgezeigt habe, gibt es hier nur den Commitments of Traders Report. Und da reicht es, wenn man hier oben in der Suche COT eingibt. Dann sieht man hier unten Commitments of Traders. Da klickt man drauf auf dieses Widget, hat das Ganze hier vorrätig und kann dann hier bei dem Basiswert natürlich entsprechend was auswählen. Und Saisonalitäten bekommt man zum Beispiel hier kostenlos auf seasonalcharts.com. Und das Sentiment, wie gesagt, nutze ich von dieser kostenpflichtigen Webseite. Ja, dann würde ich sagen, ich bin von meiner Seite soweit durch. Stefan, es sei denn, du hast noch irgendwelche Fragen, Anregungen. Ja, wir haben ja noch eine Frage von einem Teilnehmer. Ich glaube, die können wir noch schnell beantworten. Und zwar, der Jörg fragt hier, ne, könnte es sein, dass sich durch das Corona-Jahr der Wahlzyklus um ein Jahr verschoben hat? Also Midterm sind jetzt Post-Election-Years. Also eher nein, würde ich sagen. Man muss sich auch da immer wieder vor Augen führen, dass man natürlich, wenn man sich Saisonalitäten und Zyklen aus der Vergangenheit anschaut, man auch nicht genau weiß, was ist jetzt im Jahr 1900, ich sage jetzt irgendein fiktives Beispiel,
68 passiert. War da irgendwas Besonderes? Muss ich beachten, dass da sich die Zyklik irgendwie verschoben hat? Sondern also ich zumindest mache es so, sehr, sehr objektiv nehme ich einfach das, was ich sehe. Ob sich da irgendwas verschoben hat, natürlich wird sich aktuell auch kurzfristig immer was verschieben aufgrund der aktuellen Situation um Corona und noch Russland-Ukraine natürlich. Das wird kurzfristig immer wieder mal dazu führen können, dass der Markt ansteigt oder aber auch fällt. Aber gerade für mich, und das habe ich hoffentlich klar gemacht, ist es wichtig, die News mehr oder weniger auszublenden und einfach stur an meinem Plan zu halten. Und ich nutze ja eben auch dann nicht nur diesen einen Zyklus, sondern in Kombination mit anderen und dann noch Intermarket-Analysen, Sentiment und so weiter und so fort, dass ich dann möglichst das ganze Risiko, wenn man das so nennen kann, etwas diversifiziere und mir darüber eine Meinung bilde. Ja, super. Also, das war der Vortrag von Ingmar Königshofen zum Thema Vorfilter. Ich finde das immer wieder spannend, wie das auch so ineinander greift und wie das dann auch wirklich einen Riesensinn macht. Also echt tolle Sache, die du da machst. Vielen Super, das Dank. freut mich, ja. Also vielen, vielen Dank, freut mich. Und bevor dir jetzt die letzten Worte natürlich gehören, bedanke ich mich schon mal bei euch allen, dass ihr dabei wart. Vielen Dank auch, Stefan, dass ich dabei sein durfte. Auch heute wieder, hat wieder super viel Spaß gemacht und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Vielleicht sehen wir uns ja dann auf Ja. irgendeinem Börsentag oder auf Invest oder wo auch immer. Freue ich mich auch drauf. Also, Ja, alles also Gute. da können wir uns wirklich drauf freuen, dass das jetzt wieder ansteht, dass Genau. die ersten Veranstaltungen kommen. Wir werden den Anfang machen, und zwar am 7. Mai, für alle, die vielleicht in Dresden sind. Am 7. Mai, da ist der Börsentag Dresden. Das wird die erste Veranstaltung seit, ja, keine Ahnung, Dann gefühlten sehen 10 wir uns da, Jahren. da bin ich nämlich auch, ja. Ja, ich bin leider nicht da, aber die Kollegen Ach so, sind da. Also okay. wir Okay, von ja. Wir Health Invest haben dann einen Stand und da können Sie uns gerne besuchen und da freuen wir uns, wenn Sie dabei sind. Ich will Ihnen erstmal danken für Ihre Zeit, dass Sie auch so zahlreich hier wieder dabei waren bei diesem super spannenden Webinar heute. Gottmut Börse Go mit WH Self Invest in Kooperation. Ich will noch mal ganz kurz wiederholen meine drei Bitten vom Anfang. Erstens brokerwahl.de/abstimmen. Wäre super, wenn Sie da für WH Self Invest stimmen, weil Sie sehen hier schon, um diese Siegel geht es hier, ne? Wenn man da Platz 1 und Platz 3 hat, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Und das wäre toll, wenn Sie uns da einfach unterstützen könnten. Vielleicht auch so als kleines Dankeschön für heute. Und wenn Sie Lust und Laune haben, mal ein paar Demos auszuprobieren, es gibt für unseren Nano-Trader, habe ich auch in den Chat gepostet, einen Link für eine Demo. Und da können Sie dann entsprechend sich registrieren. Und dann haben wir noch eine Demo zum Investui-Service, beziehungsweise da gibt es die Informationen zu den Strategien, gibt es auch als Link im Chat und schließlich und endlich Free Stocks. Ja, 100% Aktien zu 0 Dollar Kommissionen, Handel zum besten Preis ohne Kommission. Sie können Long und Short gehen. Es gibt sogar Margin-Handel möglich. Das mit allen US-Aktien, die an der Nasdaq und an der NYSE gelistet sind. Auch hier können Sie einfach mal kostenlos so einen Realtime-Datentest machen, mit echten Realtime-Daten übrigens. Ja, Link ist auch im Chat. Können Sie mal ein bisschen die Plattform sich anschauen. All das ist hier kostenlos für Sie heute mit dabei. Und natürlich nicht zu vergessen, bei Ingmar die 14 Tage mal kostenlos testen, lohnt sich bestimmt mal, sich das anzugucken, wie er diese fantastischen Kurven hinkriegt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie dabei waren. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder. Wir haben ja das einmal im Monat hier, diese Börse im Visier, Serie, und die ist ja immer am letzten Donnerstag im Monat. So wird das dann also auch im April sein. Und insofern wünsche ich Ihnen schon mal eine gute Zeit. Wollen wir hoffen, dass jetzt nach der Kälteperiode vielleicht der Frühling dann auch endlich mal richtig zu uns kommt, und dann macht das Ganze auch wieder ganz viel mehr Spaß. Alles Gute für Sie.